Hier liegt ein Skelett. Die zwei behalten wir. Und dann braucht der Breitner noch eins für seine Feriengäste. Ach, das kann er sich selber aussuchen. Und die anderen? Ja, was wohl? Ab nach Italien. Oder meinst du, ich will die den ganzen Winter über durchfüttern? Weißt du, was mich das kosten würde? Ja, ein paar von denen sind doch... Mach sie für den Transport fertig. Oder hast du ein Problem damit? Nein. Hier geht's nur ums Geschäft. Alles andere zählt nicht. Klar? Klar. Ich kümmere mich drum. Wo genau ist das? Ja, kenne ich. Und Sie sind sicher, dass die Knochen nicht von einem Tier stammen können? Von einem großen Hund vielleicht? Ja, ja, ist ja gut. War ja bloß eine Frage. Wir sind schon unterwegs. Hallo, Meister Reuss. Ich bin der, der kein Hunde von einem Menschenskelett unterscheiden kann. Ach, Sie sind das. Hauptkommissar Voss. Nicht zu ungut. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Schön, okay. Hier geht's lang. Einer der Baggerführer ist auf das Skelett gestoßen. Gott sei Dank hat er die Maschine noch rechtzeitig stoppen können. Wo ist der Mann? Er spricht mit meinem Kollegen. Da drüben. Und was wird hier eigentlich gebaut? Schon wieder so ein Einkaufszentrum. Als ob es nicht schon genug gäbe. Tag allerseits. Na, schon ein bisschen eingelebt. Fühle mich schon fast wie zu Hause. Ja, ist ja kein Wunder bei den Kollegen. Danke für die Blumen, Doc. Was meinst du? Wie lange liegt das schon hier? Naja, wie ihr seht, sind keine organischen Substanzen mehr vorhanden. Also mindestens 10 Jahre, vielleicht auch länger. Kann man was über das Alter oder Geschlecht der Person sagen? Nicht wirklich. Aber rein inoffiziell. Vom Becken her würde ich auf eine Frau schließen. Ausgewachsen. Ja, alles Weitere, wenn ich sie bei mir auf dem Tisch habe. Okay. Ja, ich bin dann mal weg. Servus. Und wie geht's bei euch voran? Ziemlich mühsam. Muss alles durchgesiebt werden, damit uns keine Spuren durch die Lappen gehen. Wenn's dir recht ist, würde ich gerne Verstärkung anfordern. Ja, klar. So einen Fall hatte ich noch nie. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Fährst du heute schon? Hab ich dir das nicht gesagt? Nein. Ich wollte morgen nicht so früh raus. Hä? Das klingt doch vernünftig. Du kommst doch allein klar heute Abend. Boah, schwer. Du weißt doch, ohne dich bin ich völlig verloren. Dass du das mal nicht vergisst. Werner, kommst mal bitte. Eine Halskette. Der Verschluss ist kaputt. Wir haben die Kette direkt unter dem Skelett gefunden. Ich bin in der Vermisstendatei fündig geworden. Martina Seiler trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Kette mit Sonnenanhänger. Seit wann ist sie verschwunden? November 2001. Hübsches Mädchen. War gerade mal 19. Sobald die Identität bestätigt ist, müssen wir die Eltern informieren. Darauf warten die wahrscheinlich seit 11 Jahren. Ich gebe ihm ein starkes Schmerzmittel. Entzündungshemd. Aber er ist noch lange nicht transportfähig. Ja gut, was heißt transportfähig? Die können das nicht am Stück fahren. Wir sind doch gut und gern 2 Tage unterwegs. Ja. Tja, du weißt genau, dass sie spätestens nach 8 Stunden ihre Ruhezeit brauchen. Wer kontrolliert das? Kontrolliert doch keine Sau.
trotzdem, ich kann dir die Papiere nicht ausstellen. Hallo, Sibylle. Grüß dich, Oliver. Hey, ich dachte, du bist schon weg. Habt ihr schon gehört? Die haben heute Morgen ein Skelett gefunden. Was? Dort, wo das Einkaufszentrum hin soll, am Weinrichsacker. Am Weinrichsacker? Soll schon ziemlich lang da liegen. Ich hab gar nicht gewusst, dass die da bauen wollen. Du hörst dir auch nie zu. Und weiß man schon, wer oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Trinkst du noch einen Kaffee mit? Nein, tut mir leid. Ich hab den ganzen Nachmittag Termine. Du und wegen der Sache hier, da telefonieren wir da nochmal. Gern. Und? Ist sie's? Es besteht kein Zweifel, dass es sich um diese Martina Seiler handelt. Wir haben prämortale Kieferaufnahmen von ihr mit dem Schädel verglichen. Konntest du irgendwie noch feststellen, ob sie missbraucht wurde? Ach, das ist unmöglich nach so langer Zeit. Da gibt es keine fremde DNA mehr. Und dann die Tiere, all die Aasfresser, die nagen ja, bis nichts mehr dran ist. Danke, danke. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Guten Tag, Frau Seiler. Hauptkommissar Voss, das ist mein Kollege Heimann. Sie haben sie gefunden? Sie haben meine Tochter Tina gefunden? Dürften wir mal kurz reinkommen? Ja. Ich hole nur meinen Mann. Ich möchte, dass er dabei ist. Selbstverständlich. Rüdiger? Ja, die hat Tina gehört. Das ist kein Zweifel. Die habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Zu ihrem 17. Haben Sie unsere Tochter gefunden? Auf einem Baugelände in der Nähe von Unterhaching. Auf einem Baugelände? Irgendein Mörder, der hat sie da vergraben. Oder sollte ich besser sagen, verscharrt wie ein Tier. Und jetzt sind Arbeiter auf ihre Leiche gestoßen oder auf das, was von ihr übrig blieb. Rüdiger. Nein, lass. Bis die all die Jahre, da wollte ich nur eins. Wissen, wo sie ist. Endlich Gewissheit. Ich dachte, meine Frau und ich, wir würden dann zur Ruhe kommen. Wie soll das gehen? Wir können sie jetzt beerdigen. Wenigstens das. Südohr kenne ich noch nicht. Ich versuch's, aber der war gestern so komisch. Ich glaube, der hat was gemerkt. Außer der Halskette haben wir nichts gefunden. Na, immerhin. Sonst hätten wir nicht gewusst, wer sie ist. Was ist mit ihrer Kleidung? Es gab keine. Natürlich hätte die sich nach so langer Zeit mehr oder weniger aufgelöst. Aber wir haben nicht die geringsten Rückstände gefunden. Der Täter hat sein Opfer also ausgezogen. Das könnte auch ein Sexualdelikt sein, oder? Oder er wollte die Identifizierung erschweren, falls man die Leiche findet. Ja, trotzdem muss er doch Panik gekriegt haben, als er gehört hat, dass da ein Einkaufszentrum entstehen soll. Ich habe schon mal mit den alten Akten angefangen, als ihr bei den Eltern wart. Und, was gefunden? Mhm. Die sind damals nicht sehr weit gekommen. Martina Seiler war an ihrem letzten Abend mit einer Freundin im Kino in der Innenstadt. Danach... Gegen 10:30 ist sie allein mit der S-Bahn Richtung Unterhaching los.
Tja, danach verliert sich ihre Spur. Wie weit war Ihr Nachhauseweg von der S-Bahn-Station? 10 bis 15 Minuten. Man hat angenommen, dass sie jemand in seinem Wagen mitgenommen hat. Sie wäre doch sicher nur mit jemandem mitgefahren, den sie kennt, um die Uhrzeit. Vielleicht ist sie nicht freiwillig eingestiegen. Auch möglich. Liegt der Fundort auf Ihrem Nachhauseweg? Nee, nicht direkt. Der ist ungefähr 5 Kilometer entfernt. Hat der Täter Sie dort getötet oder nur entsorgt? Fährt nie los. Ja. Aber dafür ist jetzt 2 Tage weg. Hm. 2 Tage, was meinst du, was wir in der Zeit alles miteinander anstellen können? Was denn? Zum Beispiel. Komm her. Wenn es immer so wäre, dann wärst du nur halb so schön. Wie kannst du sowas sagen? Ich kenne das Leben eben schon ein bisschen länger als du. Das heißt, du willst gar nicht, dass wir öfter zusammen sind? Ach komm. Was soll das jetzt? Schau mal, da gibt's noch Sibylle, da gibt's noch deinen Mann. Ich würde Frank jederzeit verlassen. Für dich. Das weißt du. Hast du deinen Wagen irgendwo in Sichtweite geparkt? Nein, natürlich nicht. Los, komm, zieh dir was an. Ja. Los! Ich kann den Wagen von hier aus nicht erkennen. Scheiße, vielleicht ist das die Sibylle. Hier, dein Hemd. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit. Nein, ich... Sag mal, bist du jetzt völlig wahnsinnig geworden? Thank you.
Sag jetzt nicht, dass ich aufstehen soll. Der heißt Dirk Roth, liegt im Hausflur, direkt hinter der Tür. Der Täter hat nicht lange gefackelt. Wer ist das? Seine Frau, sie hat ihn gefunden. War sie während der Tat im Haus? Sie war unterwegs, sagt sie. Wir reden später mit ihr. Keine Fingerspuren. Aha. Kannst du schon was sagen? Zwei Einschüsse aus kurzer Entfernung direkt in die Brust. Wir haben im Wohnzimmer diese Weinflasche gefunden. Da sind keine Fingerspuren drauf. Blank wie ein Babypopo. Wie viele Gläser? Nur eins. Todeszeitpunkt? Ungefähr? Lange ist er noch nicht tot. Die Leichenstarre hat noch nicht eingesetzt. Dann hat seine Freundin relativ kurz nach der Tat gefunden. Schau dir ihre Hände an, bevor du gehst, ja? Aber sicher. Du glaubst doch nicht, dass die... Woher soll ich das wissen? Ja, ich weiß, wie spät es ist. Es ist was passiert. Dirk ist tot. Jemand hat auf ihn geschossen. Kannst du vorbeikommen? Frau Roth? Voss ist mein Name. Ich leite die Ermittlungen. Ich habe mich gewundert, warum noch so viel Licht gebrannt hat. Es war doch schon fast Mitternacht. Ich hab die Haustür aufgesperrt. Da lag er direkt vor mir. Fast wäre ich über ihn gefallen. Das war so nicht. Wo sind Sie denn gewesen? Eigentlich war ich auf dem Weg nach Stuttgart. Zu einer Tagung. Aber. Ja? Ich habe eine SMS bekommen. Jemand hat mir geschrieben, dass mein Mann mit einer anderen zusammen ist. In unserem Haus. Und wissen Sie, von wem diese SMS war? Sie war anonym, die Nummer war unterdrückt. Dürfte ich mir das Handy vielleicht mal ausleihen? Natürlich. Danke. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Wie es aussieht, war zur Tatzeit noch jemand im Haus. Vermutlich die Geliebte von Dirk Roth. Das könnte eine wichtige Zeugin für uns sein. Eben. Schaut euch mal genauer um, ja? Mhm. Davon? Ja, sieht fast so aus, als ob sich jemand hier versteckt hätte. Das könnte bedeuten, dass jemand während des Mordes in dem Schrank war. Sag dann Bescheid. Schon gut. Schon gut. Guten Abend. Hauptkommissar Voss. Und wer sind Sie? Oliver Kirchen, ich bin ein Freund der Familie. Frau Roth hat mich angerufen. Darf ich bitte zu ihr? Nein. Sie bekommt gerade ein Beruhigungsmittel. Was ist denn eigentlich passiert? Sie sagte, ihr Mann sei erschossen worden. Ja. Oh Gott. Wer macht denn sowas? Tja, wer macht sowas? Vielleicht können Sie uns ja dabei helfen, das herauszufinden. Sie waren doch befreundet. Entschuldigung, ich krieg das gar nicht in meinen Kopf. Sagen Sie, hat er Rotfeinde? Ja, verdammt, aber die würden doch nicht so weit gehen. Können Sie mal aufhören, um den heißen Brei herumzureden? Also, worum geht's? Seine Geschäfte mit den Pferden. Zugegeben, das war manchmal an der Grenze der Legalität.
Inwiefern? Er hatte seine Tiere bei einem russischen Händler gekauft für ein Apfel und ein Ei. Danke. Im Osten sieht man das nicht so streng wie hier. Setzen Sie sich. Wie ist er denn an gültige Papiere gekommen? Über die richtigen Leute beim Zuchtverband. Manchmal reichen auch Kopien. Es wird kaum kontrolliert. Und diese Pferde sind dann weiter nach Italien, zum Schlachter? Die meisten, ja. Und das Geschäft lohnt sich? Die kriegen ihren Stempel in Italien und werden dort teuer verkauft. Als frisches italienisches Pferdefleisch. Und Herr Roth hat die Kosten der Transporte natürlich so billig wie möglich gehalten. Was heißt denn das im Klartext? Es wurde nicht gefüttert. Und die LKWs waren in der Regel ziemlich überladen. Und das halten die Tiere durch? Manchmal habe ich sie mit Medikamenten ruhig gestellt. Obwohl sie auf dem Weg zum Schlachthof waren? Das waren nur geringe Mengen. Wir werden der Sache nachgehen. Herr Kirchen, Sie haben heute Nacht gesagt, so weit würden die doch nicht gehen. Wen haben Sie damit gemeint? Irgendwelche fanatischen Tierschützer. Die haben seinen letzten Transport gestoppt und ihm gedroht, massiv gedroht. Woher wussten diese Tierschützer von dem Transport? Das war ihm auch ein Rätsel. Er hatte den Verdacht, dass es eine undichte Stelle bei seinen Mitarbeitern gibt. Soll ich arbeiten? Musst du mich so wecken? Es würde doch auch anders gehen. Ich dachte, du übernachtest bei deiner Freundin. Ich wollte heim. Wir hatten Streit. Streit? Worüber denn? Nichts Wichtiges. Gibt's schon Kaffee? Na klar. Sogar eine Zeitung. Irgendwelche Neuigkeiten in der Gegend? Das ist ja komisch, dass du das fragst. Wieso komisch? Weil wirklich was passiert ist. Ganz in der Nähe. Ich wusste gar nicht, dass du dich so für alte Skelette interessierst. Ein Skelett, ist das alles? Woran dachtest du denn, Mira? Nichts. Gott. Mein Name ist Heimann, Kripo München. Das ist mein Kollege, Herr Richter. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Ja, können wir kurz mit Ihnen reden, Frau? Stephanie Amon. Ich habe zu tun. Sie wirken ziemlich gefasst für das, was passiert ist. Finden Sie? Ja, vielleicht. Herr Roth und ich standen uns nicht besonders nahe. Woran lag das? Ich habe ihn nicht gemocht. War kein guter Mensch. Wie meinen Sie das? Ihm ging es immer nur um seinen Profit. Meine Tiere waren ihm scheißegal. Was er denen angetan hat. Sie meinen die Transporte nach Italien? Sie wissen davon. Wenn das die Tiere beim Schlachter landen, ist schon schlimm genug. Aber haben Sie eine Ahnung, was die mitmachen müssen, bis es überhaupt so weit ist? Ein tagelang eingepfercht in einen LKW. Ohne Futter, ohne Ruhepause. Viele von denen überleben noch nicht mal den Transport. Das ist eine Tierquälerei. Roth war das egal. Hauptsache, die Kohle hat gestimmt. Warum haben Sie für ihn gearbeitet? Die Stelle hier war die einzige mit Pferden, die ich gekriegt habe. Aber lang hätte ich das auch nicht mehr mitgemacht. Herr Voss, ja? Da wartet eine Frau auf Sie. Schon eine ganze Weile. Warum haben Sie nicht angerufen? Das wollte die Frau nicht. Danke. Gerne. Frau Seiler, Sie hätten doch hier nicht warten müssen. Ich wollte Sie nicht stören. Ich weiß doch, dass Sie viel zu tun haben. Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich einkaufen bin. Es wäre ihm nicht recht, dass ich komme. Herr Voss, es lässt mir einfach keine Ruhe. Ich wollte nur wissen, ob es vielleicht schon was Neues gibt. Kommen Sie. Ich lade Sie auf einen Kaffee ein.
In so einem Fall gibt es doch eine Obduktion. Können Sie mir sagen, wie Martina gestorben ist? Das wissen wir nicht genau. Wurde sie vergewaltigt? Das Ganze ist schon zu lange her. Das lässt sich nicht mehr feststellen. Tut mir leid, Frau Seiler. Eigentlich haben Sie noch gar nichts rausgefunden, oder? Bisher nicht. Dann werden mein Mann und ich ja die Wahrheit wohl nie erfahren. Wir bleiben an dem Fall dran. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Und weil der Fall ja schon so lange zurückliegt, ist er ja auch nicht wirklich wichtig. Hm? Nein, nein, so ist das nicht. Danke für den Kaffee. Eigentlich ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Was denn? Dieses Gelände, wo das Skelett gefunden wurde. Und das Anwesen von den Roths. Wie weit ist das? Was meinst du? 3-4 Kilometer. Glaubst du, das hat was zu bedeuten? Eigentlich nicht. Aber wir sollten mal nachfragen, ob jemand das Mädchen gekannt hat. Ich gehe die alten Akten durch. Vielleicht gibt es eine Querverbindung, von der wir noch nichts wissen. Ein Versuch ist es wert. Gutes Timing. Wir wollten gerade ins Präsidium. Gibt's was Neues? Ja, so wie es ausschaut, hat Frau Amon diese Tierschützer über die Pferdetransporte informiert. Hat sie Namen genannt? Bis jetzt noch nicht, aber ich bin sicher, dass wir die über ihre Handyverbindung rauskriegen. Vielleicht können ja ein Aufnahmegerät und ein Protokoll sie beeindrucken. Als könnten Sie auch ein Vertrauen. Da haben Sie wohl recht. Haben Sie denn ein wenig schlafen können? Ich habe es gar nicht erst versucht. Haben Sie schon rausgefunden, wer mir diese SMS geschickt hat? Unsere Techniker sitzen dran. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Ja, danke.
Haben Sie denn noch mal über diese angebliche Geliebte Ihres Mannes nachgedacht? Was glauben Sie wohl? Ich denke an nichts anderes. Ich weiß nicht mal mehr, was schlimmer ist. Ist ein Tod oder dass er mich betrogen hat? Es ist schrecklich, dass ich sowas sage. Aber nein, das ist eher menschlich. Frau Roth, ich weiß, dass ich Sie mit diesen Fragen quäle. Aber haben Sie überhaupt keine Ahnung, wer diese Frau sein könnte? Mir gehen jede Menge Gesichter im Kopf rum. Jede wird plötzlich zur möglichen Rivalin. Aber um ehrlich zu sein, Herr Voss, ich weiß es nicht. Ich bin beruflich so eingespannt und so oft unterwegs. Möglichkeiten hatte Dirk sicher genug. Und die Frauen haben ihn gemocht, immer schon. Eine Frage hätte ich noch. Nämlich? Vor ein paar Jahren ist hier in der Gegend eine junge Frau verschwunden, Martina Seiler. Haben Sie damals davon gehört? Das haben wir alle. Das war ein Riesending damals. Es wurde aber, glaube ich, nie aufgeklärt. Aber Sie haben Martina Seiler nicht gekannt? Nein. Und Ihr Mann auch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommt es, dass Sie nach dieser alten Sache fragen? Ich glaube, ich habe da was gefunden. Ach, bleiben Sie nur, ich mache das schon. Danke. Ich habe hier die Mobilfunkrechnung von Dirk Roth. Die ist zwar vom letzten Monat, aber trotzdem. Trotzdem was? Da sind eine ganze Reihe SMS drauf, die zu sonderbaren Zeiten abgeschickt wurden. Guck mal hier, 23:46, 0:12. Und so geht's immer weiter. Immer dieselbe Nummer. Aha, wir tippen also auf eine Teilnehmerin. Das muss dann jemand sein, mit dem Dirk Roth ziemlich vertraut war. Das habe ich auch gedacht. Ich habe unter der Nummer mal angerufen. Und? Wegen die Mailbox ran. Die Nummer gehört einer gewissen Mira Höfling. Hast du was draufgesprochen? Nein. Ich habe uns die Adresse raussuchen lassen. Ich habe mir gedacht, dass wir die Dame vielleicht besser überraschen. Gut, Werner. Sehr gut. Komm, lass uns fahren. Ich werfe unser Kärtchen ein. Also noch mal von vorn. Wen haben Sie über die Tiertransporte informiert? Wenn Sie jetzt nicht reden, machen Sie sich schuldig. Wir müssen davon ausgehen, dass die Transporte im Zusammenhang mit dem Mord stehen. Wollen Sie den Mörder schützen? Nur diese Leute haben nichts mit dem Mord an Dirk Roth zu tun. Das weiß ich ganz genau. Dann hat doch niemand was zu befürchten. Also, die Namen? Okay. Nee, liegt da drüben. Ja. Irgendwas Spezielles? Er hatte vor seinem Tod Geschlechtsverkehr. Es gibt genug fremde DNA für einen Abgleich. Schön. Nur haben wir leider noch niemanden zum Vergleichen. Todeszeitpunkt? Zwischen 11 und Mitternacht. Also kurz bevor Sibylle Roth nach Hause gekommen ist. Angeblich nach Hause gekommen ist. Apropos Sibylle Roth. Es wurden keinerlei Schmauchspuren an ihren Händen oder an der Kleidung gefunden. Ja, was heißt das schon? Vielleicht hat sie Handschuhe getragen und sich umgezogen. Das müsst ihr rausfinden. Alles Weitere steht im Bericht. Schauen wir mal. Tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Sie haben doch die Nachricht aufgehört, da muss doch was passiert sein. Uns liegt keine Meldung eines Überfalls vor, ich habe das überprüft. Jemand hat Mira verfolgt, sie hatte Todesangst. Das konnte man auf der Mailbox doch hören. Vielleicht hat Ihre Frau sich das alles nur eingebildet und es gibt für alles eine ganz einfache Erklärung. Und der Notruf bei der Polizei? Es ist kein Notruf eingegangen. Gehen Sie jetzt einfach nach Hause. Womöglich ist Ihre Frau schon da und wartet auf Sie. Falls nicht, rufen Sie mich noch mal an.
Familie? Ach, hier bist du. Was machst du hier? Ich habe kein gutes Gefühl, wenn du hier ganz allein bist. Komm doch mit zu mir. Ich kann auf dem Sofa schlafen. Glaubst du etwa, der Mörder kehrt zurück? Falls es dich interessiert, die Polizei hat mich heute nach Martina Seiler gefragt. Du weißt doch, dieses Mädchen von damals. Und weshalb? Habe ich mich auch gefragt. Eigentlich kann es dafür nur einen Grund geben. Und welchen? Die Polizei ist auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gestoßen. Das ist unmöglich. Wenn du meinst. Das ist unmöglich. Warum regst du dich so auf? Was ist jetzt? Kommst du mit? Nein, aber danke der Nachfrage. Wie du willst. Hast du denen eigentlich erzählt, dass wir diese Martina Seiler gekannt haben? Nein. Sehr unbesorgt. Ich möchte mal wissen, warum diese Mira Höfling sich nicht meldet. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Was ist denn, wenn sie den Mörder gesehen hat? Ich meine, wenn sie im Wandschrank war, dann hatte sie direkten Blick auf den Flur. Dann ist sie womöglich in Gefahr. Ich fahre noch mal bei ihr vorbei. Wenn sie dann immer noch nicht da ist, geht sie zur Fahndung raus. Ich komme mit. Ja? Herr Voss, da möchte jemand dringend mit Ihnen sprechen. Eine Frau Höfling? Höfling ja, aber es ist ein Mann. Sie haben eine gespeicherte Sprachnachricht. Empfangen heute um 10.13 Uhr. Frank, wo bist du? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde verfolgt. Ich habe Angst. Ich rufe jetzt die Polizei. Ja, das hört sich ernst an. Ja, das habe ich Ihrem Kollegen auf der Wache auch gesagt. Was haben die getan? Gar nichts. Es war völlig verlorene Zeit und mir... Schau mal, ob wir Ihr Handy orten können. Geht klar. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Heute Morgen, so gegen 9, bevor ich zur Arbeit bin. Ist Ihre Frau nicht berufstätig? Doch, natürlich. Aber sie hat sich krank gemeldet. Ihr ging's nicht gut. Das hat man auch gesehen. Ich habe sie zweimal versucht, zu Hause anzurufen, aber sie ging nicht dran. Ich habe gedacht, vielleicht schläft sie sich gesund oder so. Die Ortung läuft. Gott sei Dank ist das Handy Ihrer Frau eingeschaltet. Wissen Sie, ob Ihre Frau mit dem Auto unterwegs ist? Der Wagen ist weg. Kennen Sie einen Dirk Roth? Dem Namen nach. Ich weiß, dass meine Frau schon für ihn gearbeitet hat. Sie ist in einer Catering-Firma angestellt. Warum fragen Sie nach Dirk Roth? Verzeihen Sie, wenn ich so direkt bin. Wir haben die Vermutung, dass Ihre Frau und Dirk Roth gestern Nacht zusammen waren. Unmöglich. Mira war bei einer Freundin. Hat sie Ihnen das gesagt? Was geht hier eigentlich vor? Was wollen Sie denn von Mira? Wir glauben, dass Ihre Frau eine wichtige Zeugin in einem Mordfall ist. Eine Zeugin, die sich einem Anschein nach in Luft aufgelöst hat. Wir wissen, wo sie ist. Es gibt ein ortsfestes Signal. Ich habe schon eine Schreife hingeschickt. Wir fahren auch hin. Ich komme mit. Nein, mir ist lieber, wenn Sie zu Hause warten. Auf keinen Fall. Es geht hier um meine Frau. Dann kommen Sie. Das Signal kommt ganz aus der Nähe. Seit wir hier sind, hat es sich nicht verändert. Habt ihr euch schon umgeschaut? Noch nicht. Wir haben erst mal den Platz geräumt. Okay. Herr Höfling, würden Sie bitte mal Ihre Frau anrufen? Mein Gott, nein!
weiß nicht, wie du das aushältst. Ich könnte das nicht. Meinst du, ich kann das? Aber einer von uns muss es ja machen und du bist wohl nicht derjenige. Der vielleicht. Ha? Der hätte doch Tina gefallen. Ich war heute dort, wo sie gefunden haben. Wozu? Was soll das bringen? Die bauen einfach weiter. Es wäre nichts geschehen. Hast du ihn mal gefragt, warum es ausgerechnet dort passiert ist, am Weinrichsacker? Nein. Haben sich früher mal Jugendliche getroffen? Was denn für Jugendliche? Na Gott, das weiß doch ich nicht. Wegen dem Marokkunien. Wo die das neue Einkaufszentrum bauen. Der Weinrichsacker, ja? Da hat es doch früher immer ziemlich wilde Gelage gegeben. Ja, das kann man wohl sagen. Im Sommer fast jedes Wochenende. Die haben da ganz schön die Sau rauslassen. Aber macht ja nichts, das hat ja keiner gehört da draußen. Was waren das für Typen, die Sie da getroffen haben? Na ja, das war so ein Club. So junge, autoverrückte Typen halt. Haben sie schon vor Jahren aufgelöst. Wieso wüssten sie sein Gewissen? Ach, bloß so. Weiß noch, wie der geheißen hat, der Club. Die Chance, dass Mira Höfling noch am Leben ist, wird immer geringer. Die fahren noch in ihrem Wagen auf der Fruchttouren. Bisher hat sich aber noch niemand gemeldet. Liegt sicher irgendwo tot im Wald. Frank Höfling hat sein Handy im Auto gelassen. Ich nehm's ihm nachher mit. Da wäre noch was. Ich habe meinen Höflings Arbeitsplatz angerufen. Und? Er war heute Morgen im Außendienst. Er hatte aber keinen festen Termin. Das heißt, er hat kein Alibi für die Zeit, in der seine Frau verschwunden ist. Schau mal einer an. Das ist ja interessant. Was denn? Frank Höfling hat auch so eine SMS bekommen wie Sibylle Roth. Wissen Sie eigentlich, dass Ihre hübsche Frau mit Dirk Roth im Bett liegt? Uns hat er gesagt, dass er von dem Verhältnis nichts weiß. Ja, das wird er uns erklären müssen. Sie haben uns belogen, Herr Höfling. Natürlich haben Sie von dem Verhältnis Ihrer Frau mit der Code gewusst. Pech für Sie, dass Sie die SMS nicht gelöscht haben. Dazu hatten Sie kein Recht. Sie sind letzte Nacht zum Anwesen von Dirk Roth gefahren und haben ihn erschossen. Aus Eifersucht. Und weil Ihre Frau Zeugin der Tat wurde, musste sie auch sterben. Nein, ich habe Dirk Roth nicht getötet. Das war leider ganz anders. So? Heimann? Wie ist es denn gewesen? Und erzählen Sie mir nicht wieder irgendwelche Märchen. Sehr gut. Ich habe mit seinem Tod wirklich nichts zu tun. Und mit dem Verschwinden Ihrer Frau? Sie glauben doch nicht etwas. Wir haben den Wagen Ihrer Frau gefunden. In einer Tiefgarage in der Innenstadt. Und die sind in der Regel videoüberwacht. Ist besser, wenn Sie endlich reden. Hallo. Hallo. Gib mir mal die Taschenlampe. Sollen wir aufbrechen? Ja, aber nicht hier. Nimm mal Kofferraum. Ich mach das. Oh Gott. Können Sie mich hören? Frau Höfling, hören Sie mich? Sie hat Puls. Was ist in der Tiefgarage passiert? Mira ist in diese Parkgarage gefahren. Ich hab gedacht, vielleicht treffen die sich in irgendeinem Café oder so. Sie hat gemerkt, dass sie jemand verfolgt. Warum haben Sie das Ganze nicht sofort aufgeklärt? Ich hab's ja genossen, dass sie solche Angst hatte. Ich hab solche Wut auf sie gehabt. Weiter. Dann wollte sie plötzlich die Polizei anrufen.
Ich bin die Treppe hochgelaufen, aber Mira hatte schon gewählt. Da habe ich ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Und dabei ist sie dann... Ich habe das nicht gewollt. Was haben Sie nicht gewollt? Mira ist gestürzt. Fast die ganze Treppe runter. Und da haben Sie Ihre Frau einfach in den Kofferraum gelegt? Ich habe wirklich geglaubt, dass sie tot ist. Das war ein Unfall. Das müssen Sie mir glauben. Frau Höfling, Sie können jetzt nicht mit ihr sprechen. Mein Gott, ich habe nur eine einzige Frage. Haben Sie den Mörder von der Groth erkannt? Frau Höfling, sehen Sie nicht, dass sie Schmerzen hat? Komm, wir lassen's. Moment. Ich habe seine Schuhe gesehen. Er hatte weiße Turnschuhe an. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Alles gut. Was machst du denn? Ich habe schon zweimal nach dir gerufen. Was gesucht. Racing Devils? Wer ist das denn? Muss jemand gekannt haben. Die wären nicht mit dem Fremden mit, niemals. Redest du von Tina? Manchmal, den kenne ich. Den kenne ich. Tierarzt, der unsere Alpha behandelt hat. Dr. Kirchen? Dr. Kirchen, ja genau. Dr. Kirchen, das ist der doch, oder? Naja. Dr. Kirchen. Helle Turnschuhe. Das sagt mir nichts. Ihre Höfling hat nur gesehen, dass der Täter helle Turnschuhe getragen hat. Sie ist gerade im OP. Axel hofft, dass er vielleicht später noch mal mit ihr reden kann. Und? Ich weiß, wen sie meint. Sie hat den Tierarzt gesehen. Seine Turnschuhe sind mir in der Tatnacht aufgefallen. Los, komm! Kennen Sie doch, oder? Sie haben mal unseren Hund behandelt. Unsere Alpha. Aber ist Jahre her. Alpha? Ich kann mich nicht recht erinnern. Aber Sie erinnern sich bestimmt an meine Tochter. Martina Seiler. Der Name sagt Ihnen doch was, oder? Was wollen Sie von mir? War mir nicht ganz sicher. Aber man muss sie nur anschauen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Doch. Doch, doch, Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich will die Wahrheit wissen. Ich lass mich nicht länger hinhalten. Hat er den Groth erschossen? Nur wegen dieser illegalen Tiertransporte? Glaube ich nicht. Da steckt noch was anderes dahinter. Ist die Verstärkung unterwegs? Ja. Ich war nicht reich. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich war auf dem Heimweg, als ich Ihre Tochter gesehen habe. Ich hatte schon einiges getrunken. Sie wollte erst gar nicht mit. Hey, Kleine! Soll ich dir ein Stück mitnehmen? Nee, danke. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin der Tierarzt. Ich habe deinen Hund behandelt.
Dr. Kirch? Aber als sie mich erkannt hat, ich hatte ja kurz vor ihr den Hund operiert. Ich fahr dich nach Hause. Dankeschön. Es ist doch spät. Also ist sie eingestiegen. Und ihr seid zum Weinrichsacker gefahren? Ja. Sie hat es gar nicht gemerkt, dass ich sie nicht nach Hause bringe. Das ist aber nicht der richtige Weg zu mir nach Hause. Stell dich doch nicht dümmer an, als du bist. Wir wollten doch noch etwas Spaß haben. Fasse sie mich nicht an. Aber plötzlich ist sie hysterisch geworden. Sie hat geschrien und um sich geschlagen. Ich musste sie mit dem Gurt fixieren, damit sie endlich still wird. Du Schwein. Ich bring dich um, du. Du wirst nie wieder irgendjemand was antun, schwör ich dir. Und nun, alter Mann? Herr Seiler? Wollen Sie die Geschichte zu Ende hören? Soweit alles in Ordnung? Ich muss hier raus. Sie haben von dem Verhältnis von Mira Höfling und der Groth gewusst. Deswegen haben Sie in der Mordnacht die beiden SMS verschickt. An die betrogenen Eheleute. Damit wollten Sie Sibylle Roth und Frank Höfling an den Tatort locken. Damit Sie für die Tatzeit kein Alibi haben. Raffinierte Idee. Mir ist nur noch nicht ganz klar, aus welchem Grund Sie der Groth getötet haben. Er war mit dabei. Er hat auf dem Rücksitz seinen Rausch ausgeschlafen. Wahrscheinlich hätte er von all dem nichts mitgekriegt, wenn sie nicht so geschrien hätte. Hey! Hey! Und mit dem, was er gesehen hat, hat er sie unter Druck gesetzt. Die ganzen Jahre. Er hat mich teuer für sein Schweigen bezahlen lassen. Und wie er das genossen hat. Ständig hat er mir gedroht, mich auffliegen zu lassen. Jetzt wieder. Als das Skelett gefunden wurde. Das war doch kein Leben mehr. Ich wollte, dass das endlich aufhört. Und deswegen musste Dirk Roth sterben? Haben Sie mir nicht zugehört? Herr Kirchen. Herr Kirchen, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des dringenden Verdachts, Martina Seiler und Dirk Roth ermordet zu haben. Abführen. Martina, Ruhe in Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
danke Ihnen für alles, was Sie für uns getan haben. Jetzt werden wir vielleicht Frieden finden. Alles Gute, Frau Seiler. Thank you.